glaube, ich behalte mal meine beiden, die ich bis jetzt habe. Boah, aber das ist schon nicht schlechtes Teil. Nee, da ist mein Software deutlich besser. Ginseng, hast du Ginseng für mich? Nö, hast du nicht. Im Morgengrauen breche ich nach Allerode auf. Kauf Vorräte, bevor es zu spät ist. Hast du vielleicht? Ihr seid zurück. Kommt ihr mit der Erkundung des Turms voran? Handel. Alles so teuer, ey. Hier, kannst du mal haben. Das ist natürlich schon ganz geil, das Teil. Wir nehmen mal beide. Wir nehmen auch mal beide alle. Schade, schießt nicht. Wir werden auf jeden Fall noch eine Menge Pots brauchen. Zumindest wenn man so spielt wie ich. Halt, du da. Ich brauch ein bisschen Kohle von dir. Gib mal her. Ah, ihr seid zurück. Goblinherzen. Nicht schlecht. Und hier habt ihr euer ebenfalls Drachenfütter. 300 Gold. Ja. Ah, Drachenfütter. Nur zu. Hast du jetzt was Gutes? Seht ihr, sowas sind dann richtig gute Sachen eigentlich. Das hätte man am Anfang auch richtig brauchen können, aber das ist natürlich auch wieder schlechter als unseres. Andererseits, es gibt natürlich... Es gibt natürlich noch Magieschaden, aber benutzen wir ja nicht, brauchen wir ja alles nicht. Wow, oh, geil! Nee. Hab ich noch Ginseng? Nö, auch nicht. Schade. Okay. Wir haben nichts weiter zu tun, oder? Der bessere Jäger. Der Turm. Auf zur Jagd. Nö, nix mehr, was ich jetzt hier erleben lassen würde. Als ich es damals durchgezockt habe, habe ich dieses Riesenwild erlegt, aber ich habe keine Ahnung mehr, wo mir das Ding entgegenkam. Naja, egal. Dann gehen wir mal ein wenig weiter. Erkunden das Tal mal noch ein wenig mehr. Kommst du jetzt her? Seid ihr da jetzt gemütsbrand oder was? Nope. Ein Goblinherz bitte. Dankeschön. Ich glaube 50 kriege ich pro Goblinherz. Kannst du dich aber auch unglaublich nach oben fahren mit dem Goblinherzen. Und so, Quick Save. Pack die Waffen weg, Mädel. Die Musik ist gar nicht so schlecht. So. Hallo Welt! Sieht nach einem Jump'n'Run aus. Schauen wir uns später an. Oder jetzt.
Also das ist einfach nur Dekoration. Kann ich da irgendwie unter Wasser fallen oder so? Nee. Manchmal sind wir jetzt sauber. Schön gebadet, einmal haben Wasserunterhosen. Solange ich hier wieder rauskomme, ist jetzt alles gut. Ja, gut, tue ich. Oh. Ich bin in Skyrim hier. So. Ach, das ist der Turm von Lord Lovis. Oh, schöne Beleuchtung. Oh. Oh. Nein, nicht noch jemand vom Orden. Von dem Gesindel hatte ich heute schon genug. Tanada. Wenn ich noch bei Kräften wäre, würde ich euch wie die anderen Drachentöter aufschlitzen. Ihr erbärmlichen Soldaten. Lasst mich einfach nicht in Ruhe. Talana, der letzte Drachenritter. Aber Rhoda, sie kämpft wie ein besessener Dämon. Und das Schwert, es birgt eine Macht, die selbst das Leben von Talana, der letzten Drachenritterin, auslöschen könnte. Ja, ist eigentlich schon verständlich. Tatsächlich. Ein Drachentöter mit Herz, der durch den Schleier über den Augen hindurch sieht. Sicher nicht. Klar, ich rede hier keinen Scheiß, meine Dame. Die Dummheit der Menschen ist tragisch. Da jagen sie die großen Alten, aber lassen das wahre Böse außer Acht, das sich erneut darauf vorbereitet, an die Macht zu gelangen. Lasst mich euch den lauernden Fluch zeigen, der eines Tages erneut die Herrschaft über diese Welt anstreben wird. Ladebalken? Wow! Wie fühlt sich das an, Drachentöter? Wie ist es, wenn man sich plötzlich im Körper derjenigen Kreatur befindet, die man abgrundtief hasst? Gar nicht so schlecht. Ihr solltet euch besser daran gewöhnen. Ich übertrage die Essenz auf euch. Ihr seid nicht länger ein Drachentöter, sondern als Drachenritter neugeboren. Au, wenn Rhoda das rauskriegt, kriege ich auf die Fresse, ganz sicher. Aimbot! Geil. Das ist geil. Hui. Pop. Boah, ist das geil! Ui! Da macht's mir doch gar als da macht's mir doch gar kein Problem, dass ich jetzt plötzlich kein Drachentöter mehr bin. Seht ihr diese schrecklichen Bauten? Das sind die perversen Apparaturen Damians, der wahren Geißel Revelans. So. Geil. Mit meinen Kräften übertrage ich auf euch auch meine Mission. Damians Vernichtung. Das Vermächtnis eines Drachen. Zeit aufzuwachen, meine schlafende Schönheit. Aua. Du hast lebhafte Träume.
Die kleine Szene hat mir gefallen. Ein Drachentöter wird zum Drachenritter. Diese bittersüße Ironie. So köstlich wie geronnenes Blut. Aber ich warne dich, kleines Küken. Solltest du versuchen, Talanas Traum zu erfüllen, wird unserer nächsten Begegnung mit Sicherheit nichts Süßes innewohnen. Erste und letzte Warnung. Dankeschön. Vergiss das nicht. Halt! LOL! Bleibt bitte einen Moment stehen und lasst mich euch ansehen. Ja, 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 gut. Es scheint alles in Ordnung zu sein. Jo, danke schön für den Hinweis. Die wenigsten haben nach einer Begegnung mit dem Verdammten so viel Glück. Frag mich nur, ob es nach einer Begegnung mit dir auch so gut geht. Oh ja. Seid beruhigt, ich bin auf eurer Seite, mein Freund. Ist doch nur eine Gandalf-Arsche, wenn ich. Aber eins nach dem anderen. Ich bin Zandalor, Zauberer, Gelehrter und die berühmteste graue Eminenz dieser Welt. Bis ich in Ungnade fiel, weil ich nach dem großen Krieg die Drachen vor den Klingen der Drachentöter beschützt habe. Und was möchte der Herr von mir? Wie auch Damian habe ich euren Traum gesehen. Deswegen bin ich gekommen, um euch zu helfen. Denn Talanas Worte könnten nicht wahrer sein. Damian muss besiegt werden. Dankeschön. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dazu müsst ihr aber zuerst viele Gefahren meistern, während ihr danach strebt, die Kräfte freizulegen, die in euch waren. Ihr erkennt es zwar vielleicht noch nicht, aber wir befinden uns an einem Wendepunkt der Geschichte Rebellons. Und wie ihr mit Talanas Vermächtnis umgeht, wird das Schicksal jedes Lebewesens auf dieser Welt prägen. Mit diesen prophetischen Worten muss ich euch nun verlassen. Aber zuerst möchte ich euch einen Ratschlag für euer weiteres Vorgehen erteilen. Ersucht Lord Lovis hier in seinem Turm um Hilfe. Jo, mach ich. Kann ich machen. Kein Problem, Alter. Sein Geist wird Licht in das Dunkel bringen, das euch umgeht. Ist das Jesus? Und jetzt muss ich gehen. Der Typ? Vieles muss getan werden. Sehr viel. Aber wir sehen uns wieder, seid euch dessen sicher. Jo, dann gehen wir mal direkt, würde ich sagen. Sehr gut. Ich wünsche euch eine sichere Reise. Das Land. Alter, der Blick gerade creepy. Jetzt kennt ihr euren Feind und den dunklen Weg, der vor euch liegt. Doch ich werde da sein, um euch zu führen. Solltet ihr zu weit von eurem Weg abkommen. Nein! What the heck? Zandalor hatte recht. Ihr müsst Lord Lovis finden. Oh, geil. Sagt ihm, dass ich es war, die euch geschickt hat. Und er wird euch sicher helfen. Alter! Boah, wie geil! Seit wann kann ich denn solche Sprünge machen? Oh, ich kann Saltos machen! Woohoo! Fuck off, Damian! Ich kann Saltos machen! Woohoo! Man, das sieht richtig geil aus. Schade. So, wir sollen also zu Lord Lovis Turm. War ja zum Glück eh schon unterwegs. Jo, was ist hier mit denn hier so? Zack, 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 zack. Können wir das überhaupt schon machen? Die Viecher sind viel zu heftig für uns wahrscheinlich noch. Oh nein! Was sind das denn schon wieder? Guten Tag, Drachentöter! Willi ist mein Name und verkauft mein Geschäft! Nein, danke. Aber natürlich seid ihr das. Oder wollt ihr nicht euer eigenes Zuhause? Nee. Ich bin Geschäftsführer der Immobiliengesellschaft Trümmertal und wüsste schon das ein oder andere Objekt, das perfekt zu euch passen würde. Nee, danke. Zuerst hätten wir das Folushaus im Dorf. Er muss es wegen Spielschulden verkaufen. Warum glaube ich hier nicht? Oder aber ihr kauft ein Stück Land und lasst darauf ein Haus nach euren Wünschen bauen. Wo Nein. Kommt schon, welches Haus wollt ihr haben? Nein. Wir uns das nächste Mal unterhalten. Nein. Junge Vater, der geht mir jetzt schon auf den Nerv.
Und ich weiß auch ganz genau,